Ich verrate mal mein persönliches Geheimnis. Ich liebe Pasta. Aber Pasta ist ja nun mal nicht gleich Pasta. Und deshalb suchen wir heute ein Restaurant auf, wo die Pasta noch selbst gemacht wird. Und zwar in Marienfelde im Il Ponte. Und da gehen wir jetzt zusammen einfach mal rein. Benno, wir sitzen hier in deinem Restaurant und möchten heute ganz viel von dir wissen. Und wir haben auch schon festgestellt, dass wir uns beide schon sehr, sehr, sehr lange kennen. Und zwar schon, erzähl mal einfach nicht, wie lange, das ist schon so lange her. Damals haben wir uns in Steglitz kennengelernt, in einem Restaurant. Und heute hast du dein eigenes hier in Marienfelde. Genau. Ja, hallo Sabine. Ja, stimmt, wir kennen uns wirklich sehr lange. Damals war ich schon angestellt und jetzt habe ich mein eigenes und wir haben eine mediterranische Küche und wir haben hier wirklich mit frischen Produkten, wir arbeiten mit frischen Produkten und wirklich, wir haben eine ganz kleine Karte. Ich habe schon gesehen, das sind so ganz wenige Gerichte, auserlesene Gerichte und du läufst mit so einer wunderschönen Tafel umher im Restaurant, wo die Gäste sich aussuchen können, was sie gerne hätten. Und Freitag gibt es immer frischen Fisch? Freitags gibt es nicht immer, aber wirklich sehr oft frischen Fisch. Das hole ich selber im Markt. Und wir arbeiten meistens mit so einer Tafel, also Tageskarte. Aber was euer Special ist, hier werden die Nudeln noch selber gemacht. Oder vielmehr die Pasta, ne? Pasta hört sich einfach viel, viel schöner an. Wie machst du denn das? Erzähl mal. Ja, also wir haben wirklich, selten macht jemand frische Pasta und machen wir wirklich frische Pasta. Aber die Leute kommen wirklich, deine Gäste kommen von nah und fern, weil diese Pasta ist wirklich so exzellent lecker. Da kann man sich wirklich sein Schnäuzchen lecken. Das ist so toll. Ja, also wir haben auch nicht nur frische Pasta, sondern auch frische Trüffel. Und wirklich, ich kann es, Sie haben auch gesehen, ne? Erste Klasse. Gut, gibt es Trüffel, ja? Aber wirklich eine von den Besten. Also der ganze Laden riecht, wenn ich einmal aufmache, nach Trüffel. Das konnte ich bezeugen. Also hier kommt man rein in dein Restaurant und schon fühlt man sich heimisch, so ein bisschen mediterraner Stil. Und man fühlt sich einfach so, als wenn man im Urlaub ist. Und ich denke mal, das ist bei vielen Gästen auch so, dass die hierher kommen, weil die einfach sagen, boah, Berlin, boah, ich will mir ein bisschen entspannen und deswegen komme ich in dieses Restaurant. Kommen wir noch mal kurz auf die Gerichte zu sprechen. Ihr habt auch ganz leckere Pizzen hier. Ja, wir haben auch Pizzen, auch wirklich sehr lecker und unsere Pizzen wurden getestet auch vom Restaurant-Tester und tatsächlich jetzt, also die Gäste wissen auch schon alles, dass wir die Tester hier hatten und die haben gesagt, der beste Pizzateig hat 12. Apostel, jetzt mag ich den Namen vom 12. Apostel, aber es ist für mich kein Problem und wir könnten mithalten. Und tatsächlich 12. Apostel, kurz vor Pandemie wurde alles zu und das heißt, jetzt kommen alle hierher, jetzt dürfen alle hierher kommen. Ja, genau, dieses Parmesanrad, das ist sehr lecker und das gibt es nicht überall. Nee, wirklich nichts, das gibt es nicht überall und wir machen sehr viele verschiedene Pasta und wir haben alle Formen von Pasta, die wir wirklich machen und den Parmesanrad, das lieben die unsere Gäste und ich liebe auch meine Gäste. Ja. Und im Grunde genommen gibt es hier nur Liebe auf dem Teller überall, aber auch für die Kleinen, für die Kinder. Ihr habt eine extra Kinderkarte. Ja, wir haben auch für unsere Kinder auch eine extra Karte und na klar, Kinder sind unsere Zukunft und Kinder kommen nicht alleine, sondern kommen mit Eltern, mit Oma, Opas und so, mit Familie und ja, das haben wir auch was davon und Kinder haben auch was. Genau. Und selbstgemachtes Tiramisu gibt es hier sicherlich auch? Es gibt selbstgemacht, na klar, wir haben wirklich fast alles selbst gemacht, außer Kugel-Eis, das machen wir nicht selber. Sonst haben wir Soufflé, Schokoladensoufflé. Aber es hört sich alles so lecker an, dass mir jetzt schon das Wasser im Munde zusammenläuft. Und Cocktails gibt es natürlich hier auch. Das war der Wunsch vom Gäste, weil die immer große Frage war für Cocktails. Und ja, dann haben wir auch gemacht Cocktail.
genau, wir werden nachher auch einen Cocktail trinken. Du hast ja hier nun nicht nur exzellentes Essen, sondern auch exzellente Veranstaltungen. Erzähl mal. Ja, also Veranstaltungen wirklich machen wir sehr oft. Und weil hier bietet sich an, weil wir haben keine Konkurrenz und niemand wohnt hier, ist alles so wie Industrie. Können hier richtig laute Musik machen, ne? Passiert nichts. Dach, wie soll ich, runterfällt. Bis sich das Dach abhebt, genau. Ja. Da geht das hier alles so durch die Decke. Jetzt wollen wir aber auch noch wissen, Benno, hast du denn auch ein Lieblingsgericht? Das würde mich ja interessieren, weil für mich ist es ja dieses Parmesanrad und Fugace. Ich liebe Fugace und natürlich die Pasta. Alle sind meine Lieblingsgerichte. Aber eins musst du doch besonders lieben. Ich esse fast jeden Tag diese Pasta, aber auch ich liebe auch frische Fische. Aber wie gesagt, ich habe keine, ich habe keine konkrete Lieblings, aber ich liebe alles, wirklich. Ich will nicht schlecht machen anderen, aber ich gehe oft essen und so. Aber irgendwie gefällt mir wirklich sehr gut, weil ich weiß, was wir machen. Mit Herz. Dein Herz, ich wollte sagen, dein Herz schlägt hier, das Herz schlägt absolut. So, und jetzt denke ich mal, werden wir auch über was Leckeres herfallen. Benno, ich denke mal, hier wird noch sehr viel passieren. Und ist ja eigentlich war es ein Geheimtipp. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Es ist völlig vorbei. Okay, ich würde sagen, darauf, jetzt wollte ich schon gerade dein Glas nehmen. Das ist deins. Okay, darauf, Benno, Cinzano. So, jetzt auf Ex. Prost. Prost. Lecker hier. Also kann ich nur empfehlen in Marienfelde. Il Ponte in Marienfelde. Genau, jetzt haben wir's. Jetzt habe ich mich einfach mal ganz frech an einen Tisch gesetzt. Erst mal hier oder ich glaube nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Schon öfters hier gewesen. Ein bisschen mehr möchte ich jetzt schon erfahren. Warum? Ich wohne in der Nähe. Oh, okay. Ich bin auf Empfehlung hergekommen damals. Okay, dann gehen wir mal einfach mal hier rüber. Was gab es denn hier Leckeres zu essen heute? Heute Abend gab es ein Filetto de Manzo. Das ist ein Rucola-basiertes Steak, selbst aufgeschnitten, etwas würzig, sehr angenehm. Sie haben es selbst abgeschnitten? Nein, das macht natürlich der Chef des Hauses. Und so ist es genauso passiert, war wunderbar. Okay, aber auch nicht das erste Mal hier, ne? Nein, wir sind mehrfach hier auch schon im Sommer gewesen. Im vergangenen Herbst waren wir begonnen und sind immer wieder gekommen, weil die nette Umgebung bzw. die netten Personen haben uns gefallen. Und deswegen sind wir da hier. Gibt es ein Lieblingsgericht? Ja, bei ihr ist natürlich mit Sicherheit die Pizza Salami. Und wir mögen unheimlich gerne die Bruschetta hier. Perfekt. So, jetzt gehe ich mal hier rüber. Ich bin ja so gespannt, ich möchte ja von jedem wissen. Was gab es denn hier Leckeres heute? Oh, hier gab es eine Pasta mit Trüffeln und Parmesan. Das war ganz total, also erfüllend für mich, muss ich sagen. Toll. Das erste Mal hier? Ich bin das erste Mal hier eingeladen durch die beiden Tischnachbarn hier und bin sehr dankbar für diesen Tipp. Ja. Grappa, das ist sehr kräftig und sehr mild und sehr angenehm und fast in leckeren. Sensationell. So. Da bin ich aber so. Maschine hast du aber nicht zu Hause. Nein. Zack. Und das wird ein bisschen. Bisschen Show. Grappa muss heiß sein. Das ist ja interessant. Warum muss Grappa heiß sein? Durch die Hitze kommt die Aroma. Ah. Und dann kommt auch der Geschmack. Das wussten wir noch nicht. Ja. Also das ist hier auch so ein bisschen Erlebnisgastronomie. Ja. Ja, man lernt noch was dazu. Perfekt. Liebste, schau dir das genau an. Ich bin begeistert. Was machst du da jetzt? Jetzt kommt der Grappa rein. Ein bisschen mehr muss so sein, Opa. Schon alleine die Apparatur, wo es drin ist, sieht toll aus. Ja. Wo hast du das her? Und ja, das ist... Geheimrezept, ich weiß. Und das sieht nicht nur gut aus, sondern schmeckt auch so, wie es aussieht. Sagst du es nochmal? Das sieht nicht nur gut aus, sondern schmeckt so, wie es aussieht. Okay. Zum Wohl.
ein wundervoller Abend, oder sollte ich besser sagen, ein super schmackhafter Abend hier im Il Ponte, geht nun leider zu Ende, aber ich kann eins versprechen, ein Geheimtipp ist es wirklich wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber einfach herkommen und sich selbst überzeugen hier in Marienfelde. Ach, was Besseres kann man sich eigentlich nicht vorstellen, als hier mal gut bewirtet zu werden. Musik.